Und Gold, 1540. Das ist, glaube ich, unsere bisher größte Beute, kann das sein? Also ja, wir hatten einen Helden, der hat richtig, richtig viele Gegner umgebracht. Aber ich glaube, die hat jetzt mehr Gold reingebracht. Was ja irgendwie auch wichtiger ist, ne? Aber ja. Wo wollen wir überhaupt hin? Wir wollen nach rechts, dann nach links und nach unten. Wobei da schon so weit unten auf der Karte ist, dass wieder die Dunkelheit sein könnte. Also dieses neue Gebiet, was so richtig Dunkelheit ist. Denn der Dungeon ist zwar immer wieder neu, aber grundlegende Sachen bleiben gleich. Also ist die Dunkelheit immer unten. Und dieses Maya ist immer oben links irgendwo. Oder ist oben rechts? Weiß ich gar nicht. Und da war gerade eine Hähnchenkeule. Sehr schön. Gut. Okay. Diese kleinen... Oh. Dinger kannte ich noch gar nicht. Aber das ist echt schön. Man hat immer wieder neue Kleinigkeiten, die da dazu kommen. Und denen sind wir jetzt schon seit wie viel Leben ausgewichen? 12? Das sollten wir langsam mal ändern. Aber so ein, zwei bessere Ausrüstungsgegenstände hätte ich da schon noch ganz gerne. So. Die Kiste hat hoffentlich noch mehr Gold. Ich will keine neuen Rezepte. Boah, 1850. Sehr schön. Ja, yeah, da, da, da. Das ist eine Zielsuchende. Also ja, garstig. Stirb, du doofes Ding. So. Ein Ritterhelm. Okay. Wir haben noch die Brustplatte des Knappen. Aber dafür haben wir nicht genug Gewicht. Wir haben so viel, was wir aufstufen wollen. Aber ich denke mal, diese Sprungruhen ist wirklich wichtiger. Denn Lebenspunkte an sich sind zwar schön und gut. Aber wenn man durch die Sprungruhe gar nicht erst getroffen wird, ist es noch besser. So. Gott. Gott, 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 Gott. Ah, nicht wieder einmal rumfliegen, großes Ding. So. Oh, und da ist ein Boss. Ritterschwert. Oh, sehr schön. Und noch ein Rezept. Knappen Umhang. Nee, ich glaube, ich bleib beim Blutumhang. Der rentiert sich langfristig irgendwie mehr. Aber ja, Bossraum. Wie gesagt, ich habe bisher noch keinen Boss geschafft. Und ich hatte schon wesentlich bessere Ausrüstung als jetzt. Also werde ich es gar nicht erst versuchen. Das können wir bei Zeiten mal machen. Jetzt schaue ich einfach mal, ob ich noch mehr... Oh. Noch mehr Geld machen kann. Aber irgendwie bezweifle ich das gerade. Weil der Wald ist kein Zuckerschlecken. Wobei ich glaube, dass der Wald der nächste Schritt ist, sobald man mit dem inneren Schloss fertig ist. Weil so viel schlimmer sind die Gegner hier nicht. Also verglichen mit der Unterwelt zum Beispiel, wo wir auch schon mal waren. So. Also schaue ich einfach mal. Wow, wow, wow. Was sind das für komische funkelnde Dinger? Ja, doch, ist machbar. Also die einen machen so ein Pentagramm auf dem Boden, wo ein Stachel rauskommt, und die anderen machen einfach nur noch mehr Feuerdinger, als die normalen Feuermagier eh schon gemacht haben. Was hast du? Du hast Gold. Ich mag Gold. So, du bist ein Blaze Lock. Oh, und die Feuerbälle scheinen etwas mehr random zu kommen, damit man sie so gut vorausberechnen kann. Das ist auch interessant. Oh. Interessant. Ist gleich tödlich, ja? Oh. Nein. Schade. Sir Hornsby wurde von einem Blazelock umgebracht. Und er hat bisher am meisten Gegner umgebracht. Definitiv. Nachfolger? Der Dude. Den muss ich doch fast nehmen. Aber da sind die Lebenspunkte und Mana umgetauscht. Das ist übel. Oh. Die Barbarendame hier kennt keinen Schmerz und hat Angst vor Hühnchen. Kennt keinen Schmerz klingt positiv, ist es aber absolut nicht. Kann nichts lesen und ist kahlköpfig. Nee, ich nehme die hier. Kennt keinen Schmerz. Da werdet ihr gleich wissen, was ich meine. Das ist sehr irritierend. Aber vorher hätten wir gerne... Doch, warte mal. Wir hätten erstmal gerne die Sprungrune. Dafür brauchen wir
Sie hier. So. Jo, da können wir jetzt den Magier aufstufen und magischen Schaden erhöhen. Wollen wir aber gar nicht. Wir wollen zu ihr direkt. Dann sagt sie uns, sie hat ein paar Runen im Angebot, aber wenn wir mehr haben wollen, müssen wir halt die Rezepte finden. So, hier haben wir eine Dash-Rune. Und hier haben wir eine Doppelspring-Rune für nur 175. Und sonst haben wir nichts. Das heißt, ich nehme noch das Dash dazu. Oder Sprinten. Auch wenn ich das meistens vergesse. Das ist nämlich mit L1 und R1. Und mein Verdacht war, man kann damit durch diese Geheimwände durchrutschen. Was müssen wir da gucken? So, jetzt haben wir noch 1585. Ein besseres Schwert, viel mehr Schaden, aber wir haben nicht genug Gewicht. Okay. Dann ändern wir doch mal das mit dem Gewicht. Einmal, zweimal. Gucken, was wir uns so Schönes holen können. Auch wenn ich eigentlich ganz gerne die Brustplatte zuerst hätte, weil sie macht 9 mehr Rüstungsklasse. Heißt, wir kriegen prozentual weniger Schaden. Wobei 9% nicht gerade... Ja, Schwert macht wie viel mehr? 4 mehr Angriff. Und braucht nicht so viel Gewicht. Ich nehme das Schwert. So, haben wir noch irgendwas? Wir haben einen neuen Helm. 5 mehr Lebenspunkte, 15 mehr Mana. Auch nur 5 Gewicht. Ist okay. Und 5 mehr Mana, Magic und 10 Gewicht. Und das Ding... 4% mehr Crit-Chance. Ja, nee. So, 270 Gold haben wir noch. Da gucken wir mal hier irgendwo. 320. 200 ist okay. So, raus. Und wir sehen schon mal ganz anders aus mit diesem grünen Helm und dem grauen Schwert und überhaupt. Gucken wir mal, ob die es jetzt schafft, die 2000 was auch immer Gold zu knacken. Ich habe da so meine Zweifel. Oh, da war das Hühnchen, das gerade weggelaufen ist. Aber ich denke nicht, dass wir es schaffen werden, denn ich sehe meine Lebenspunkteanzeige nicht. Die hier ist durchgehend leer. Das heißt, ich weiß nicht, wann ich vorsichtig sein muss. Und wenn ich nicht weiß, wann ich vorsichtig bin, dann bin ich es am Anfang immer. Aber dann lässt das irgendwann nach. Müssen wir mal gucken. So. Stirb. Kaputt. So. 70 Goldmünzen. Ah, und Goldsack. Na, okay, ich habe nichts gesagt. Solange du mir mehr als 500 Gold nach Hause bringst, ist alles gut. Dann darfst du auch in der Familie bleiben. Oh. Du bist ganz schön schnell für einen Zombie. So. Das Ganze für 30 Gold. Ja, guck mal, was in der Kiste drin ist. Bitte Gold. Kein komisches. Genau. Danke. Denn Ausrüstung schön und gut. Aber wir haben so viele andere Sachen, die wir noch erhöhen müssen. Also einmal Tragkraft und Lebenspunkte und Angriffskraft und was weiß ich. Das muss nicht so unbedingt sein. So. Du bist ein geradeaus Hau-drauf-Typ. Oh, stimmt, den Doppelsprung habe ich noch gar nicht gezeigt. Sprung, Sprung. 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 Hätte ich den Doppelsprung da nicht gehabt, hätte er mich getroffen beim Runterfallen. Also ich sag ja, irre praktisch. Au. Gut. Wo ist die Münze hin? Das haben wir gleich eingesammelt, okay. Noch eine Truhe. Nicht in die Grube. Ich glaube, mit einem 100er Goldsack würde ich in die Grube hinterher springen. Das rentiert sich. So, wie viel Schaden haben wir bisher genommen? Schätzungsweise. 20%? Keine Ahnung. Oh, das sind beides Doom was. Aber wir können die fast schon one-hitten. Sehr schön. Aber halt nur fast. Ah, zack. Oh. Kaputt, kaputt, kaputt. Alles kaputt. Oh, da oben sind noch zwei von den Schießdingen. Das passt. Wir haben jetzt schon ein paar Gegner umgebracht. Also könnte es... Au! Könnte es gut sein, dass die Lebenspunkte inzwischen wieder gut aussehen.
Könnte aber auch nicht sein, weil wir jetzt schon dreimal getroffen wurden in diesem Kartenabschnitt. Wir könnten echt ein Hühnchen gebrauchen. Keine Magier, Hühnchen, habe ich gesagt. Oh. Oh. Und gleich sind wir kaputt, ich sehe es schon kommen. Komm, gib mir einen leichten Raum, wo ich ein bisschen Lebenspunkte farmen kann. Au. Das ist nicht Lebenspunkte farmen. Naja, 810 Gold. Ist okay. Nicht super, aber ist okay. Komm schon. Nicht treffen lassen, immer wieder treffen, dann kommst du auch wieder auf den grünen Zweig, was Lebenspunkte angeht. Das würde ewig dauern. So ein ordentliches Hühnchen wäre da schon wesentlich angenehmer. Oh, oben ist ein Doomras. Gott. Du gibst mir zwei Lebenspunkte, du musst auch sterben. Und eine eisenbeschlagene Truhe. Da sind, glaube ich, immer Rezepte drin. Genau. Ein Cape von einem Ritter. Also der knappen Cape macht ja mehr Crit-Chance. Dann wird der Ritter-Cape wahrscheinlich mehr Lebenspunkte machen. Aber das kann alles nicht mit dem Blut-Cape mithalten. So, rechts ist noch eine verschlossene Kiste. Das klingt gut. Eismagier klingt allerdings nicht so gut und wir wurden schon wieder getroffen. Komm schon, gib mir ein Hühnchen. Oh. Ah, 1220 Gold. Jetzt dürften wir fast schon sterben. Und der Heil- und Mana-Trankraum. Sehr schön. Maya. Will ich nicht unbedingt bleiben. Nee, tut mir leid. Sagt die Karte. Die Karte sagt, so viel gibt's gar nicht mehr. Wir können von hier aus zweimal nach rechts. Aber ich glaube, platztechnisch ist da nicht mehr so viel. Wenn wir die Krone raus, können wir rausholen können. Zack, zack. Zing, zing. Du musst ja nichts riskieren. So. Oh, da war ein Hühnchen. 20 Lebenspunkte, sehr schön. Ich glaube, sie dürfte jetzt so an die 230 Lebenspunkte haben. Das heißt, ein Hühnchen. Wow. Sind mal eben 10% Lebenspunkte. Kaputt, kaputt, kaputt. Und 100 Gegner sind volle Lebenspunkte. Ja, 100 Gegner töten ist ein wenig utopisch, aber. Hey, theoretisch. Genau, nicht rumalbern, einfach töten. Und es geht doch ziemlich weit. Weiter als ich dachte. Ich dachte, der Dungeon wäre hier schon rum. Also in der Ecke der Karte. Na gut, umso besser. Oh, 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 oh. Du machst das nicht nochmal. Okay, du machst das jetzt nicht nochmal. Oh. So. Runter, runter. Und einfach von unten töten. Ist zwar hinterhältig, aber passt schon. Wow. 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 Hallo? Von einem richtig garstigen Raum in den nächsten. Gut. So. Kaputt. Oh, Stachel. Da war ein Hühnchen mit bei. Wir haben 20 Lebenspunkte bekommen und 19 wieder verloren. Was für eine Qual. Aber. Wir sind schon bei 1500 Lebenspunkten. Goldmünzen wollte ich sagen und das war unser Ende. Lady Priscilla wurde von einem Zombie erlegt. Aber er hat fast den Rekord geknackt. Sehr schön. Aber gut, wir sollten erstmal eine kleine Pause machen. Ich hoffe, euch hat das so weit gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Leben. Also bye bye.